zusammen zur Eurobike 2022. Wie immer machen wir einen Rundgang und versuchen, alle Neuigkeiten einzufangen. Die größte Neuigkeit, die Messe ist jetzt nicht mehr in Friedrichshafen, sondern in Frankfurt. Beides mit FR, sodass man sich so halbwegs merken kann. Auf dem Weg hierhin haben wir uns schon verlaufen, also die Hallenausschilderung könnte man noch ein bisschen verbessern, liebes Team in Frankfurt. Also wir sind jetzt hier auf unserem Enjoy Your Brands, Enjoy Your Bike Stand. Chorus wird gezeigt, Redshift wird gezeigt und nebenan, ich nehme euch mal mit, hier natürlich unsere Freunde von Peak Design und auch das Open Peak Design Rad da hinten, sehr, sehr schön. Peak Design, wahrscheinlich der weltbeste Fahrradhalter für Smartphone. Also freut euch auf einen schönen Rundgang hier über die Messe. Wir sind ganz gespannt, was wir finden. Also unser eigener Stand hier, Halle 11.1. Falls ihr am Wochenende kommt, besucht den hier. Danke an Matthias, Axel, die hier alles organisiert haben. Was haben wir mit dabei? Sehr gerne, Ingo. Wir haben Chorus dabei und wir haben die Firma Redshift mit dabei. Unsere Lieblingsuhren, die Chorus-Uhren, ihr seht ja auch meine am Armgelenk. Und das, was ihr hier natürlich mal machen könnt, wenn ihr vorbeikommt, einfach mal die Chorus-Uhr ausprobieren. Ich erzähle immer, wie einfach die bedienbar, wie cool das alles ist. Hier ist die Chance, das Ganze auszuprobieren. Richtig, richtig geil. Redshift natürlich super spannend für euch, für die Bikepacker und die Gravelbikes. Gefederte Sattelstütze, der Kitchen Sink Lenker, sehr, sehr geil. Vorne gefederter Vorbau und ganz neu, es gibt eine beleuchtete Pedale. Ihr seht, die dreht sich hier und je nachdem, wo die Pedale ist, ändert sich das in Front- und Rücklicht. In Deutschland, wie ihr wisst, nicht erlaubt, deswegen verkaufen wir die Pedale nur ohne Lampen. Ihr könnt aber mal gucken, ob die Lampen vielleicht als Zubehör für einen Rucksack oder so auch in unserem Shop zu kaufen sind. Ich weiß gar nicht, ab wann sind die verfügbar, Matthias? Ab sofort. Ab sofort verfügbar? So, ich erkläre hier nochmal ein Detail. Hier sieht man auch, dass man das Ganze entnehmen kann. Das ist der Akkupack, das ist auch über Magnet wird das aktiviert. Die Leuchte switcht ja je nach Richtung auf Rot oder Weiß und kann wahlweise dann auch noch mit einem speziellen Halter als Rücklicht benutzt werden. Dann schaltet er sich automatisch auf Rot. Aber nur am Rucksack? Nur am Rucksack. Ja, unser Nachbarstand, der Peak Design Stand, natürlich auch richtig cool designt und der Eyecatcher, unser limitiertes Peak Design Rad hier, richtig, richtig cool. Ja, ist, glaube ich, eins der letzten, die jetzt überhaupt noch übrig geblieben sind. Ansonsten ist natürlich super geil, diese Fahrradhalterung, habe ich auch mal ein ausführliches Video drüber gemacht, das verlinke ich unten nochmal. Ich zeige es euch aber kurz und das Coole ist ja, das System nutze ich ja selber, sodass ich es euch mit meinem Handy zeigen kann. Schmeißen wir diesen Dummy aber erstmal runter, ne? Nur nochmal ganz kurz, weil das Video kennt ihr vielleicht schon, klack, das Ganze hält, mit Einhandbetrieb abnehmbar, das ist ja ganz wichtig. Und die Hülle, super dünn, gibt jetzt fürs Fahrrad im Moment zwei Mounts. Einmal so wie den Fahrradcomputer vorm Lenker oder eben einfach an jedem runden Rohr kann man es befestigen. Tatsächlich habe ich so ein Ding jetzt beim Bikepacking immer mitgehabt, weil ich fahre zwar mit Fahrradcomputer, aber ich mache dann kurzzeitig das Ding hier vorne dran, um per Google Maps zum Beispiel das Hotel zu finden oder ähnliches. Also richtig cooles System, guckt euch das Video unten an. Ansonsten Peak Design, auch bekannt für schöne Foto, Fahrrad, Reisetaschen und so weiter, haben wir alle im Einsatz. Richtig cool. Also, wenn ihr unseren Stand besucht, könnt ihr ja die 2 Meter nach links gehen und hier auch nochmal vorbeischauen. Ja, die Velosocks habt ihr vielleicht schon irgendwo gesehen. Für mich wäre das ja die Lösung. Wir haben ja irgendwann im Podcast drüber gesprochen, ja, was machen wir denn, wenn das Hotel nicht erlaubt, das Fahrrad mitzunehmen? Wenn ich jetzt immer so eine Socke hier hätte, könnte ich ja einfach sagen, ja, ich mache die Socke über die Reifen und dann kann keiner mehr was sagen. Ja, Packmaß ist schon klein. Ich würde sagen, gefühlt 300-400 Gramm finde ich ein bisschen schwer. Ich versuche da jetzt mal zu fragen, ob wir einfach, die sollen einfach mal einen ganz, ganz leichten Stoff nehmen, dann wäre das ja die Lösung. Es muss ja auch gar nicht so hoch gehen, vielleicht noch ein bisschen schmaler, die Lösung, um sein Fahrrad ja legal mit aufs Zimmer nehmen zu können. Wer es ganz exklusiv haben möchte, das ist echtes Gold, Blattgold hier. Also richtig krass. Ich sehe schon, mein nächstes Open ist nicht Kurkuma, sondern schön in Blattgold. Ja,
Ja, ich bin hier bei unseren Freunden von Restrap. Richtig, richtig geile Company aus Großbritannien. Kleine Firma, alles handmade in Großbritannien. Haben wir auch im Shop und vom Preis gar nicht so schlimm, finde ich. Und ihr habt vielleicht in meinem Bikepacking Light Video auch gesehen, dass ich die Race Framework benutzt habe. Hier seht ihr so ein Bike aufgebaut. Die haben für alles eine Lösung und haben auch was richtig Cooles Neues. Das zeige ich euch jetzt mal. Das größte Problem, was man hat, wenn man vorne eine große Rolle hat oder wie hier so eine Tasche, ja, das könnte hier gegen den Rahmen kommen. Hier sind die ganzen Bremsleitungen und so weiter, die vielleicht eingeknickt werden. Und wenn du einen kleinen Rahmen fährst, also wirklich so einen S-Rahmen oder sowas, könnte sogar die Tasche auf dem Reifen schleifen. Und durch diesen Bumper hier wird die einfach nach oben gehoben. Also ganz, ganz einfaches Ding. Und damit wird das Ganze vermieden und man hat hier Platz für die Kabelführung, hat vielleicht auch noch Platz, seine Hand am Lenker zu halten und so weiter. Richtig cool. Ja, die Brompton-Sachen, die gibt es mittlerweile schon bei uns im Shop, aber bisher ohne die Brompton. Mittlerweile, das kann ich auf hier vielleicht schon mal leaken, wir sind jetzt auch Brompton-Händler geworden. Das heißt, ihr werdet in nicht allzu langer Zeit das ein oder andere Brompton-Fahrrad auf unserem Kanal sehen. Ich selber fahre die schon seit Jahren und freue mich tierisch drauf, dass das jetzt ja auch ein Produkt ist, was wir anbieten, weil ich das auch einfach richtig, richtig cool finde. Und Restrap ist eine der wenigen Firmen, die halt wirklich geile Sachen, geile Lösungen hat. Alleine hier dieser kleine Griff, um das Fahrrad zu tragen. Richtig cool. Vorne eine Tasche, hier diese kleine Tasche. Also guckt euch das bei uns im Shop an. Und wie gesagt, Brompton, ja, das ist eigentlich eine exklusive Info, die habe ich so noch gar nicht rausgegeben. Das seht ihr jetzt in diesem Video. Zum Brompton-Stand gehen wir später auch noch. Ja, hier seht ihr die Ultra-Leicht-Serie, die ich vorhin angesprochen habe. Das war die Tasche, mit der ich nach Holland gefahren bin. Richtig, richtig cool. Und viele, viele Sachen einfach auch. Alles kein Gewicht, ne? Also wenn man das so hier in die Hand nimmt, wiegt halt nichts. Richtig geil. Und trotzdem wasserdicht, stabil und so weiter. Matze, ich sehe dich. Es war unscharf, weil das linke Auge ausgerechnet mein schlechtes Auge ist, aber ich sehe dich. Tatsächlich, die Tree Isle, die habe ich vor Jahren, 3, 4, 5 Jahren schon mal ausprobiert. Da war das alles noch nicht so klein und filigran. Und jetzt funktioniert das echt gut. Also, obwohl das ja mein schlechteres Auge ist, aber ich kann ja trotzdem wahrnehmen, ob von hinten was kommt. Also gar nicht doof. Und wie sehe ich aus sonst mit der Brille, Matze? Also hier seht ihr diesen Spiegel von innen, der natürlich auf der linken Seite sein muss, weil da kommt ja auch der Verkehr her. Und wenn man jetzt nicht in den Spiegel guckt, stört es auch nicht, weil der wirklich so klein unten links in der Ecke ist. Man muss halt einfach mit den Augen einfach hinwandern, dann sieht man hinten, was los ist. Also echt nicht schlecht gemacht. Finde ich besser als ein Spiegel am Lenker. Noch machen wir ja kein Indoor-Training, jetzt ist ja viel zu warm draußen, aber ich habe hier so ein geiles Produkt gesehen und Fiona Schröder, du bist Indoor-Profi, ne? Genau, Indoor-Cycling-Profi, ja. Und Straßenprofi aber auch. Ah, beides, also nicht nur, also jetzt fährst du auch mehr draußen als drin im Moment? Ja, genau. Also ich fahre nur die Profirennen gerade drin, ansonsten trainiere ich auch draußen. Ja, du darfst den ganzen Tag das hier ausprobieren und zeigen wahrscheinlich, für dich wahrscheinlich ganz, ganz easyes Pedalieren hier. Jetzt werden wir mal die Plätze tauschen, weil ich will das auch mal ausprobieren. Gymrail, eine kleine finnische Firma. Und zwar sieht man hier so Federn nach vorne und nach hinten und seitlich. Kannst du mal ein bisschen in den Wiegetritt gehen? Und das ist schon ganz cool gemacht, weil das in alle Richtungen kippt. Fühlt sich das denn wirklich an wie draußen fast? Ja, auf jeden Fall. Krass. Ja, hinten auch ganz witzig. Ihr seht hier so diese beiden Rollen, so Skateboardrollen, aber auch Federn in die Richtung. Und das bewegt sich halt hier auch in alle Seiten. So, jetzt wechseln wir aber wirklich. Jetzt muss ich es auch mal ausprobieren. Ja, mach mir mal einen leichten Gang rein. Deine schweren Gänge möchte ich nicht fahren. Ich sehe gerade, dass das sogar seitliche Bewegungen hier erlaubt. Das habe ich eben von unten gar nicht gesehen. Man hat ja wirklich das Gefühl, so wie auf der Straße. Lenker bewegt sich ein bisschen links, rechts. Fahrrad bewegt sich so ein bisschen seitlich. Also nicht wie bei diesen Rockerplates. Habe ich ja auch schon mal gefahren und ein Video zu gemacht. Hier ist es nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich habe die Bewegung. Sondern ich habe so diese seitliche Bewegung wie auf der Straße, dass ich so Schlangenlinien fahren kann, in Anführungsstrichen. Das ist schon so auf Anhieb das Beste, was ich jetzt ausprobiert habe. Ist ja richtig geil. Und so wie ich das sehe, auch relativ unkompliziert zu installieren. Einfach Gabel rein, hinten den Trainer fixieren und fertig. Also ganz cool. Hat mir gut gefallen. Also es ist wirklich das, was der freien Rolle bisher, was ich kennengelernt habe, am nächsten kommt.
Fitlock, das sind unsere Nachbarn aus Hannover. Richtig, richtig cool. Ja, gerade auf den Markt gebracht. Es gibt jetzt die Kigo-Flasche, ja, ab Werk mit Fitlock-Anschluss. 600 Milliliter, titanbeschichtete Flasche, richtig cool. Gibt es auch schon bei uns im Shop, die ist gerade lieferbar geworden. Vorher konnte man das nur mit diesem Adapter lösen, der übrigens auch immer noch eine Empfehlung wert ist, dieser Boa-Adapter, mit dem man jede Flasche ans Fitlock-System anbringen kann. Ja, und dann gibt es einige weitere Entwicklungen für das Fitlock-System. Das Fitlock-System, wer es noch nicht kennt, ist halt einfach dieses, das hier baue ich ans Fahrrad dran. Klack, die Flasche geht rein, hier mit den 800 Milliliter Flaschen. Es wird jetzt tatsächlich Casual-Flaschen geben im nächsten Jahr. Das ist vielleicht ganz interessant fürs Bikepacking, wo man eben nicht hier oben aus dem Dings trinken möchte, sondern einfach eine Flasche aufschrauben möchte. Hier kriegt man natürlich das Pulver auch gut rein und so weiter. Wird es in verschiedenen Farben geben, transparent, hier grau, blau. Am spannendsten finde ich aber die Entwicklung der 750 Milliliter Flasche. Das heißt, wir haben hier eine kurze Flasche. Ich halte die mal neben die 800er. Ja, jetzt denkt ihr, warum? Ich habe ja 800 Milliliter hier auch drin. Ja, das mit dem dicken Bauch und kürzerer Flasche hat natürlich einen entscheidenden Vorteil. Ich habe ja vielleicht eine Frameback an meinem Rahmen beim Gravelbike und mache Bikepacking. Da habe ich einfach nochmal 2-3 cm mehr Platz. Oder ich bringe es ans Unterrohr ran und habe mehr Platz in Richtung Reifen. Also, tatsächlich, das ist für mich eine richtig spannende Geschichte. Freue ich mich drauf. Die Tasche hätte ich jetzt fast vergessen. Ich habe hier so eine kleine Tasche, die sich auch per Fitlock-System befestigen lässt. Also gleiches System, könnt ihr auch an eurem Fahrrad befestigen. Das Schöne ist, ja, ihr habt einfach abends die Möglichkeit, das auch als Umhängetasche zu nutzen. Tagsüber ist natürlich dieser Strap da drin verstaut. Ja, schöne kleine, wie nennt sich sie, glaube ich, Essential Bag. Richtig cool. Trinkblasen. Viele Bikepacker haben sie im Rucksack. Macht aber auch Sinn, die in die Frameback vielleicht reinzupacken und dann mit dem Schlauch zu trinken. Man hat dann immer 1,5-2 Liter, ihr habt ja sogar 2,5 Liter Trinkblasen. Und neben mir steht Joachim. Ja, du bist sozusagen Fitlock, der Gründer auch von damals. Genau, drei Buchstaben von Fitlock sind von mir, Joachim Fiedler. Ja. Und zeig uns mal, was das Besondere an der Trinkblase ist. Die kann man doch eigentlich nicht mehr neu erfinden, oder? Genau, also den Schlauch haben wir nicht neu erfunden, wir haben den Beutel nicht neu erfunden, aber ganz Fitlock-like, wir haben den Verschluss neu erfunden. Und sag mal ehrlich, wie viele Hände brauchst du normalerweise, um so eine Trinkblase zuzumachen? Also ich brauche immer drei. Und gerne läuft die ja auch mal aus, wenn man es dann irgendwie falsch gemacht hat. Man muss ja manchmal so einen Bügel drüber schieben und es ist, jedes Mal habe ich Schiss, dass das Ding mir ausläuft. Genau, also und hier kannst du einfach vollfüllen und jetzt lässt es einfach klapp zu, fertig. So, hier oben sehen wir jetzt Fitlock. Wir haben ja unsere Hermetic-Technologie aus den Drybags genommen, die eben normalerweise Wasser von außen abhält, in die Drybag reinzukommen. Und hier haben wir sie jetzt benutzt, um Wasser innen drin zu halten. Das heißt, die Magneten versiegeln und dichten. Und dann wird es nochmal zusätzlich gesichert gegen den Innendruck. Also ich kann mich da jetzt auch draufsetzen. Ich kann mich draufsetzen und das hält. Also sehr beeindruckend. Am Ende ist es eine automatisch verschließbare Trinkblase, oder nicht? Genau, ist das, was bei unserer Flasche noch fehlt. Die geht ja automatisch an den Rahmen dran, aber sie verschließt sich nicht von selber. Und das haben wir jetzt hier bei der Blase geschafft. Tatsächlich ein Trinkgefäß, was sich automatisch verschließt. Ja, habe ich euch die Flaschen gezeigt, aber noch begeisterter bin ich ja von dieser Trinkblase. Ist ja der Knaller. Ihr habt ja vielleicht unser DT Swiss Video gesehen, wo wir das Einspeichen des Rades gezeigt haben. Ich weiß gar nicht, warum der Michel sich das so schwer macht. Geht doch ganz einfach. So eine Maschine kaufen und fertig. Eins ist mal klar, wenn ich das meiner Frau mitbringen würde, die wäre happy. Schönes Fahrrad. Oh, der Sattel rutscht runter. Das ist ja das, ich wollte ja immer, dass man hier Sint hinschaut. Ich klaue das jetzt einfach mal, finde ich super.
Ist ganz geil gemacht, weil ihr seht, das bewegt sich auch seitlich nach vorne und nach hinten, weil gerade wenn ich hochgehe, ändert sich ja hier auch so ein bisschen dieser Abstand und der wird hier unten ausgeglichen. Ganz cool gemacht und auf der anderen Seite der neue Elite-Trainer sieht auch sehr, sehr schick aus. Das mit dem Design und schick kriegen die Italiener ja ganz gut hin und sogar so ein kleiner Handgriff hier dran. Für mich jetzt auch die Premiere, endlich mal die Shimano 105 live zu sehen. Wir hoffen, dass wir sie auch bald bei uns im Studio mal zeigen können, so wie wir es mit der Dura Ace und auch der Ulterior schon gemacht haben, alle Details zeigen. Hier seht ihr die Shimano 105 und eins ist mal klar, das ist ja die günstigste elektronische Gruppe jetzt von Shimano, aber billig aussehen tut sie nicht, also sehr, sehr schick, sehr edel. Haben sie schon schön gemacht, also wirklich filigranes Schaltwerk, auch der Umwerfer sehr filigran und ganz wichtig sind natürlich auch immer die Griffe. Die müssen sich natürlich auch gut anfühlen. Ja, und das ist Shimano-like schon wirklich sehr, sehr cool gemacht. Natürlich kein Carbon wie bei den anderen Gruppen, aber egal. Es sieht sehr schick, sehr edel aus. Ja, und bequem zu halten, ganz wichtig. Was Neues von Garmin, wo viele vielleicht denken, ist gar nichts für mich. Und zwar gibt es den neuen Explore, Explore Power und Explore Normal. Der Power, der hat auf der Rückseite auch Kontakte, der normale nicht. Kontakte, um ihn einfach zu laden. Einige kennen vielleicht den Garmin Explore. Das ist das etwas abgespeckte Gerät gegenüber ja, den sportiven Geräten von Garmin. 1030, 1040 jetzt oder 830. Das heißt, einen viel kleineren Funktionsumfang. Mit dem neuen Explore ist es aber das erste Mal so, wo ich sagen würde, okay, ihr seid Bikepacker, Gravelbike, was auch immer, ihr seid einfach unterwegs und seid vielleicht gar nicht so ambitioniert. Ihr braucht nicht, ja, weiß ich nicht, hinterher irgendwie eine Trainingsanalyse, Cycling Dynamics und solche Sachen. Dann ist das sicherlich ein sehr attraktives Gerät für den Preis, weil wir reden hier von 300 Euro für den Explore. Power-Variante 299 und die Power-Variante hat auch noch wirklich ein geiles Zubehörteil dabei, was ich gleich auch nochmal im Einzelnen zeigen werde, was man auch einzeln kaufen kann. Garmin bewirbt das Gerät jetzt auch sehr für E-Bikes. Der Explore kann zum Beispiel mit dem Akku des E-Bikes per ANT Plus kommunizieren und kann dann eine Reichweite ausrechnen, gemessen an der Strecke, die ich fahre. Muss ich irgendwie 30 Kilometer berghoch fahren, ist ja die Reichweite viel weniger, als das E-Bike mir vielleicht vorgibt. Für mich viel spannender ist aber eigentlich eine günstige Garmin-Variante für den Otto Normal Gravelbiker. Das neue Gerät hat barometrischen Höhenmesser. Ihr könnt sogar ein Parameter anzeigen, auch wenn ihr nicht viel analysieren könnt während der Fahrt, aber es wird in die Datei geschrieben. Ihr könnt es später bei Strava analysieren oder bei Garmin Connect. Das Gerät ist wirklich viel, viel vollwertiger geworden, schneller geworden. Hat ein etwas kleineres Display als ein 1030 Plus, aber ist ein ähnliches Gehäuse. Akkulaufzeit ist ein bisschen weniger, 16 Stunden, aber für viele ist das natürlich ausreichend. Ja, und ihr seht, ihr habt auch schon wie beim 1040 die neuere Softwareversion, alles sehr schnell geworden, also auch der Prozessor ein bisschen schneller. Kommen wir aber jetzt zu diesem Halter, den ich auch spannend finde. Der ist nicht ganz billig, wenn man ihn einzeln kauft, 130 Euro. Beim Power ist er mit dabei. Ja, und der lässt sich an das E-Bike anstöpseln. Ihr seht hier diesen kleinen Anschluss, hier unten die Gegenstücke und hier die drei optionalen Anschlüsse. Ja, das ist fürs E-Bike interessant. Einmal Bosch, einmal Shimano, die nehme ich jetzt mal weg, weil spannend finde ich natürlich auch diesen Anschluss hier. Das ist ein normaler USB-Anschluss. Der ist eigentlich auch für E-Bikes gedacht, weil manche E-Bikes haben vorne am Monitor so einen USB-Anschluss. Was aber ganz cool ist, ich kann natürlich auch jede Powerbank nehmen. Und was noch auch ganz cool ist, wenn ich doch ein 1040, 1030 oder sowas fahre mit diesen Kontakten, kann ich diese Halterung auch für ein 1030, 1040 nehmen. Das heißt, ich habe immer die Möglichkeit, mit meiner eigenen Powerbank mein Garmin zu laden. Man kann natürlich auch das Garmin Powerpack kaufen, aber die Powerbank hat man vielleicht eh schon und einen Halter braucht man auch. Muss man sich überlegen, 130 Euro, ob es das wert ist oder ob man dann nicht doch lieber ein Kabel reinstöpselt. Zumindest ist es eine Option mehr, die ich ganz interessant finde. Wir sind hier bei Ceramic Speed.
immer heißer Scheiß. Aber was mich natürlich auch interessiert, ist das neue Apidura, ja, Bikepacking-Race-System. Apidura kennt ihr ja schon, gibt es coole Bikepacking-Taschen bei uns im Shop und so weiter. Hier wird das Ganze extrem gemacht für das ganz, ganz schnelle Fahren. Das heißt, in den Rahmen eingefasst, hier seht ihr das bei diesen Ridley-Rahmen, hier oben die Oberrohrtasche. Natürlich alles sehr schmal, minimalistisch, sodass es nicht im Wind steht, aber trotzdem habe ich viel Packmaß. Und das ist jetzt eins der ersten Produkte, die man hier überhaupt sieht. Alles custom-made für diesen Rahmen und da wird sicherlich noch viel, viel mehr folgen, auch für andere Rahmen. Also richtig, richtig cool. Und ein kleines Detail, was ich schön finde, was ich hoffe auch dann irgendwann in den anderen Oberrohrtaschen ist, man kann das per Hand dran schrauben. Wenn ihr hier reinguckt, könnt ihr das einmal mit einer Münze oder auch mit einem großen Kreuzschraubenzieher wirklich festdrehen, aber eben auch einfach mit der Hand rein- und rausschrauben. Das ist tatsächlich etwas, ich habe mal die Oberrohrtasche dran, mal nicht. Und das wäre natürlich super cool, das per Hand mal eben dran und abzuschrauben. Irgendwann muss ich doch mal dieses Ceramic Speed an meinen Gravel-Bike ranbauen. Ich hoffe, das sieht jetzt keiner. Ich nehme das einfach mit hier, das ist für SRAM, für mein Eagle-Rad. Ja, das Teil, was ich eben in der Hand hatte, hier an der Eagle-Schaltung, da finde ich es wirklich echt ganz cool, weil da dieser große Durchmesser natürlich auch wirklich Sinn macht, wenn ich eine dreckige Kette fahre. Also bin ich tatsächlich am Überlegen, das mal am Ride bei mir zu installieren. Wir sind jetzt hier bei dem Hersteller Taube. Den müssen wir aber hier verjagen. Wie gefällt Ihnen die Eurobike hier in Frankfurt? 12 Uhr, kurzes Zwischenfazit zur Messe. Denn, wie hat es dir gefallen bisher? Ach. Naja, Frankfurt, die Hallen, nicht so schön wie in Friedrichshafen. Bisschen unübersichtlich hier alles. Aber die Produkte sind ganz cool. Die Trinkblase von Fitlock, die fand ich bisher am besten. Na gut, dann gehen wir jetzt kurz was essen und weiter geht's. Alles klar. Ich bin jetzt der Paketzusteller hier. Ist krass, weil es auch anders bedienbar ist. Ich muss jetzt hier die Bremse ziehen, hier rechts den Hebel. Und wie die Kupplung kommen lassen. So, jetzt Gas habe ich jetzt an und jetzt fährt's los. Okay. Wow. Krass. Wow. Ach, das ist ein Dreirad. Das längste Fahrrad, was ich je gefahren bin. Tatsächlich muss man sich ja überhaupt klar machen, dass man noch Anhänger hinten dran hat. Und das Dreirad ist ein bisschen ungewohnt, weil man es nicht, ja, wenn man es nicht gewohnt ist. Ne? Weil man, aber sonst geil. Also ja, ist halt die Lösung für irgendwann Verkehr. Ja, das ist. So, jetzt machst du das. Let's go! Ja, richtig cool. Man merkt gar nicht, dass man Anhänger hinten dran hat. Und das wäre natürlich eine schöne Lösung für die letzte Meile mit den Paketen irgendwie. Und natürlich eine schöne Lösung für die letzte Meile mit den Paketen. Hier mit Tacho und allem. Und da ist der Vierzylindermotor drin. Was es für Lösungen gibt, glaubt man gar nicht. Ja, hier ist es so, dass ihr einfach so einen Korb hier, wahrscheinlich für einen Hund, für ein Kind, was auch immer, vorne normal,
hier bei so einem normalen Trekkingrad an die Gabel ranschraubt. Guckt euch das mal an. Hier befestigt, hier nochmal ein bisschen stabilisiert. Und schon habe ich aus meinem normalen Fahrrad ein Cargo-Bike gemacht. Ganz witzig auch, das Ganze kann sich halt seitlich bewegen. Ich kann normal lenken, mich in die Kurve reinlegen. Also, was alles gibt, noch nie gesehen. Ja, wird nicht mehr lange dauern. An der Deister-Freilichtbühne werden wir das hinstellen, damit wir nach den Orbits unser Fahrrad auch nicht mehr irgendwie per Hand absprühen müssen. Hat auch keiner mehr Bock drauf. Richtig cool. Nicht ganz billig, aber geil. Ja, super geil. Da ist ein Beförderungssystem drin, sodass sich das Rad permanent dreht. Also unten bleibt es nicht dreckig, es wird dann überall gereinigt. Niederdruckwasser, also muss man keine Angst haben. Die Bürsten gehen jetzt einmal hoch, einmal runter. Und oben regnet es einfach nur rein. So, das ist eigentlich wie ein normaler, natürlicher Regen. Also richtig cool. Was kostet das Ganze? Kann ich eins mitnehmen? Ja, mitnehmen bestimmt, aber man liegt so ungefähr bei knapp über 50.000 Euro bei der Maschine. Ja, auch eine witzige Idee für jemanden, der keinen Platz im Haus für seine Fahrräder hat. Finde ich richtig schick. Und also richtig eine schwere, massive Tür. Und hier mit so einem Chip kann man es auf und zu machen. Also es steht relativ sicher. Hier oben kann man es mit Gras begrünen. Also so kleine Sachen, die einem hier auffallen, die ich richtig cool finde. Echt cool. Und verjüngt sich so ein bisschen nach hinten. Fahrräder mit kleinen Rädern finde ich ja immer cool und das ist mir sofort ins Auge gestochen, weil ich da schon mal vor ein paar Jahren geguckt habe, aber noch nie in real life so ein Rad gesehen habe. Und zwar ist das ein Molton. Richtig cool. In den 60er Jahren sieht man hier auch wieder mit Rennen gefahren worden sind. Und tatsächlich hat er uns gerade erzählt, dass bei diesem Rennen die großen Fahrräder überrundet wurden von den kleinen. Also das kleine Rad kein Nachteil. Ja, das Besondere ist halt, das kommt vom Mini Cooper. Die Federung vom Mini Cooper hat hier Einzug erhalten. Die ist irgendwie Tennisball groß beim Mini Cooper. Hier ist sie nur Tomaten groß, dass man hier hinten einfach eine leichte Federung hat. Und auch hier vorne. Hier tatsächlich ein bisschen komplizierter gebaut. Oder es ist in diesen anderen Rädern einfach hier in der Gabel die Feder verbaut. Ja, und was die Räder so spannend macht, das fängt eigentlich da an, wo vielleicht ein Faltrad aufhört. Ich kann hier tatsächlich eine Super Rekord, eine Dura Ace oder was auch immer, die i2 elektronisch geschaltet dran bauen. Und habe halt wirklich volle Gänge, so wie bei jedem großen Rennrad auch. Habe die normale Geometrie wie beim großen Rennrad. Und entsprechend ist das ein kleines Rad, was auch langstreckentauglich ist. Da wurde auch Race Across America mitgefahren und solche Sachen. Also richtig cool. Und jedes Rad ist halt auch mit ein paar Handgriffen hier in der Mitte teilbar, sodass es auch gut transportierbar ist im Zug, Kofferraum, was auch immer. Also ja, so ein kleines, feines Nischenprodukt, nicht ganz billig, was ich aber irgendwie echt cool finde. Ich stehe hier bei Bikebox und zwar seht ihr hier einen Fahrradkarton. Aber das ist nicht nur ein Fahrradkarton, sondern am Ende ein Systemkarton, der bis zu 40 Mal benutzt werden kann. Das heißt, ich kaufe irgendwo ein Fahrrad. In dem Fall seht ihr zum Beispiel ein Kinderfahrrad, was hier eingepackt ist. Kaufe das als Kunde und schicke den Karton zum Händler zurück. Der Karton ist so klein, dass hier irgendwie mit so einer 5-Euro-Marke oder mit einem Retourenlabel vom Händler oder so weiter, das wieder zum Händler zurückgeschickt werden kann. Hier hinten seht ihr einen Karton. Das ist ein Reisekarton zusammengepackt. Auch schon sehr kompakt. Ja, und es ist tatsächlich so, wir haben ja auch viele Bike-Kartons bei uns, die entsorgt werden müssen. Also viel, viel Kartonmüll, so wie ihr es auf dem Foto dahin seht, inklusive Plastik und so weiter. Und ich bin schon am Überlegen, ob wir das auch vielleicht in irgendeiner Form bei uns auch mit einführen können. Einfach ein Mehrwegsystem für einen Karton. Nach 40 Mal kommt der Karton dann auch wieder zurück zum Hersteller, kann dort wieder aufbereitet werden oder entsorgt werden, wie auch immer, zumindest fachgerecht entsorgt werden. Viel, viel weniger Müll, ist immer super. Sehr kleines Packmaß, also insgesamt eine gute, coole Idee.
wo man sich aber erstmal so ein bisschen reindenken muss. Ich bin hier bei CycleLite, kennt ihr bei uns auch schon aus dem Shop und von der letzten Eurobike. Richtig coole Taschen und zwar somit das leichteste, was es eigentlich gibt auf dem Markt. Und einige neue Produkte möchte ich euch zeigen. Einmal hier die Food Pouches und ihr seht schon, die ist sehr minimalistisch, also wirklich nur zack, dünn, offen und sehr, 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 sehr leicht. Ja, dann kennt ihr hier diese Oberrohrtasche. Ich schnapp mir auf jeden Fall hier schon mal so einen Snickers raus. Ja, die hat jetzt hier vorne, Matze nimmt sich auch einen Snickers. Die hat jetzt hier vorne so einen neuen Schnappverschluss, der auch magnetisch hält. Damit ist das Ganze noch stabiler, gerade in der Abfahrt. Super spannend auch, neue Oberrohrtasche und neue Frameback. Oberrohrtasche ein bisschen größer, hier oben auch der Verschluss, hinten ein Reißverschluss. Hier zwischen kann man auch eine Trennwand einbauen, muss man aber nicht. Die ist geklettet, das heißt, man kann sie auch rausnehmen, entweder ein großes Fach oder zwei getrennte Fächer. Hier unten die Frameback. Auch richtig cool, weil ihr seht schon, die ist um die Trinkflasche hier herumgebaut. Das heißt, ich nutze hier hinten Platz noch nach unten, habe trotzdem hier den Platz für eine größere Trinkflasche. Und natürlich alles wie immer bei CycleLite ultra leicht. Was man immer mitnehmen sollte auf längere Bikepacking-Touren oder gerade wenn man alleine im Wald unterwegs ist, eigentlich, ich mache es auch nicht, ist ein Erste-Hilfe-Set. Auch das, und wir waren eben beim Thema ultra leicht, ist jetzt hier auch von CycleLite gemacht worden. Ultraleichtes Erste-Hilfe-Set. Das heißt, es wiegt wirklich nichts, hat hier unten Klettverschlüsse und ist kompatibel mit allen Taschen. Das heißt, egal, ob ich es in die Oberrohr-Frameback oder wie hier in diese Bag reinmache und kann die hier oben auch unter dem Deckel festkletten. Es gibt einen Aufkleber dazu, sodass man da auch rotes Kreuz inside sehen kann, sodass vielleicht auch ein Ersthelfer sieht, oder oh, gibt es ein Erste-Hilfe-Set, falls ihr selber nicht ansprechbar seid. Also schön gelöst, auf jeden Fall. Ja, bei uns in Norddeutschland selten kommt das vor, dass man mit seinem Mountainbike Skifahren geht. Aber in Süddeutschland und in Bayern natürlich ein Riesending. Ihr könnt hier eure Skier mit transportieren. Und auch das ist von CycleLite. Kennt man gar nicht, weil wir nur die Bikepacking-Taschen kennen. Hier so eine Befestigung, mit der man seine Skier einmal hier vorne befestigt. Und auch hier unter dem Sattel dann das Hinterteil. Und damit ist das Ganze ultra stabil. Also wackelt nichts. Richtig geil. Also das zu CycleLite. Leider viele der neuen Sachen erst nächstes Jahr erhältlich. Also nicht gleich klicken oder klickt trotzdem mal bei uns im Shop. Wir haben natürlich die anderen Sachen, auch diesen neuen Verschluss schon bei der Oberrohrtasche und so weiter. Aber die großen Taschen und Medical Kit und so weiter nächstes Jahr. Wir halten euch auf dem Laufenden. Sobald das kommt, gibt es ein Video und wir erzählen euch das. Ja, wir sind jetzt hier bei P-Rope, kennt ihr bei uns aus dem Shop und fahre ich selber auch wirklich sehr, sehr gerne wegen der hohen Dämpfungseigenschaften. Und es ist, ich habe mir das jetzt auch nochmal erklären lassen, weil ich im Video ja dachte, es liegt daran, dass ja eine Textilspeiche einfach an sich gestaucht werden kann. Das stimmt gar nicht. Es ist am Ende so, dass einfach diese, es ist am Ende so, dass die Textilspeiche einfach generell, ja, nachgewiesenermaßen bessere Dämpfungseigenschaften hat. Ja. Meine Erfahrung ist, im Gravel-Bereich, zumindest auf 700C, was ich fahre, möchte ich nichts anderes mehr fahren, weil ich habe das Gefühl, das bügelt alles weg, so ein Schlaubeteil-Orbit damit über die Wurzeln und so. Ich bin noch nie so bequem über Wurzeln gefahren und in meinem Gefühl sogar bequemer als mit meinen 650Bs damals. Ja, hatte ich gar nicht erwartet. Hier wieder das Buffalo Bike, World Bicycle Relief und kleine Info am Rande. Ich verlinke unten die Aktion auch nochmal. Wir haben die 50.000 geknackt, was, glaube ich, umgerechnet über 360 Bikes sind, die wir schon an Spenden einsammeln können. Und auch schön, dass es hier ist, das Bike. Also richtig coole Sache. Ja, der Hammerhead Karoo, den seht ihr hier auch auf der Messe. Nach wie vor eins der coolsten Navigationssysteme fürs Fahrrad. Insbesondere die Navigation, die Kartennavigation, bisher immer noch ungeschlagen. Also so sehr ich auch gerne Wahoo und Garmin benutze, die Navigation hier mit dem Display, hier sieht man das auch im Demobetrieb, richtig cool. Jetzt nicht mehr. Da. Nee, da. Nee, da. We'll be right back.
bekannt aus Funk und Fernsehen. Also wer es noch nicht gesehen hat, unseren Tire Sealant Test mit dem WTB. Das Pinion-Getriebe, das sozusagen in dem Tretlager selber sitzt oder da, wo das Tretlager sonst sitzt, hier mal in allen Einzelteilen. Super interessant, könnt ihr euch mal angucken. Also krass, krasse Technik. Man sieht richtig beim Schalten, dass es pro Kurbelumdrehung sich halt langsamer dreht. Also ja, natürlich sehr, sehr schwer, wahrscheinlich nichts fürs Rennrad, aber ansonsten finde ich die Technik natürlich echt krass. Eine Berühmtheit aus unserem Video. Michel, wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Danke. Bist du hier fleißig am Laufräder bauen? Ja, wir hatten ja den Hollywood-Teil schon mit rausschneiden. Hier ist jetzt eher Broadway, da kann man nichts rausschneiden, aber es läuft super. Ich komme nicht vorwärts, ich bin so viel am Reden, dass ich kaum Räder bauen kann. Wirst du denn jetzt schon nach Autogramm gefragt? Nee, noch nicht, aber es ist nahe dran. Also einer war schon hier, der mich aufs Video angesprochen hat. Ja. Doch, ist richtig cool. Also ihr habt mich wirklich, ihr habt mich in die Öffentlichkeit geschickt. Man nennt mich jetzt den Jörg Kachelmann des Laufradbaus, weil ich berühmt bin in Deutschland, so scheint's. Richtig schön und cool, also die Reaktionen sind Hammer. Ich danke euch noch einmal für das Ganze, weil ihr habt das wirklich toll gemacht. Ihr habt mich da reingeschubst. Ja, freut uns. Also das Video habt ihr vielleicht bei uns schon im Kanal gesehen, wenn nicht, gerne nochmal reingucken. Laufradbau mit Michel von A bis Z, also richtig cooles Video und dann dir weiter viel Spaß hier auf der Messe. Ne? Dankeschön und euch auch viel Spaß. Ich mache jetzt mal meine erste Mittagspause um 3 Uhr, weil da läuft so viel, das ging nicht früher. Ja. Alles klar. Ich sehe euch noch. Dann halten wir dich nicht weiter ab, mach's gut. Der DT Swiss Temper ist natürlich auch mal der Oberknaller hier. Müssen wir haben. Also wir müssen ihn ins Sortiment aufnehmen. Wir bestellen schon mal 20. Bester Kaffee. Ja, selten zu sehen. Gravelbike mit Pinion-Schaltung, die wir vorhin am anderen Stand schon gesehen haben. Also wirklich ganz cool. Hier Carbon. Keine Ahnung, was das riecht. Wiegt wahrscheinlich trotzdem 9 bis 10 Kilo, aber Pinion geht auch leicht. Ja, vorhin auf dem Restrap-Stand habe ich das ja schon so ein bisschen geleakt. Brompton bei uns jetzt auch im Sortiment. Und ihr seht hier ganz schön in der Übersicht nochmal die verschiedenen Linien, Farben und so weiter, die es gibt. Da schwenken wir gleich nochmal rüber. Da wird es viele, viele Videos von mir geben, von uns geben. Eins gibt es schon von ganz früher. Brompton und ICE suchen bei YouTube, dann findet er das. Also freue ich mich richtig drauf, einfach weil ich auch ein riesen Fan bin davon. Und wer noch kein Brompton gefahren ist, bei uns dann irgendwann mal eine Probefahrt machen. Das mit den Farben kriegt Brompton ja auch wirklich ganz cool hin. Ne? Hier die neue, so eine grüne, metallic schimmernde Farbe für die P-Line nächste Saison, also richtig geil. Ja, hier das Titanium-Modell, unter 8 Kilo, auch ein echt schönes Bike. Und wenn man sich die Details hier anguckt, wie das gemacht ist, wird ein bisschen dauern, bis es verfügbar ist. Aber da freue ich mich schon besonders drauf, das endlich mal Probe zu fahren und ja, euch zeigen zu können im Detail. Sehr geiler Fahrradparkplatz da hinten. Ich weiß gar nicht, ob das ein Parkplatz ist oder nur die Demo-Bikes. Was aber ganz interessant war heute Morgen, als wir im Taxi waren, der Taxifahrer so ganz unbedarft im Stau. Ja, wie kann das sein? Fahrradmesse und alle kommen im Auto. Und das war eigentlich der Spruch des Tages heute Morgen. Aber ansonsten natürlich cool, dass es hier so viele Fahrradplätze gibt. Wir sind jetzt hier auf dem Stand von Lupine und ja, die haben natürlich viele tolle Lampen, die ihr kennt aus unseren Videos, SL Alf 7 und so, sieht man alles da hinten auch. Hier eigentlich die spannendste Lampe dieses Jahr ist die SL Mono, die basiert auf der SL Nano, die ihr vielleicht auch schon kennt aus unserem Shop.
Die Mono hat jetzt einen integrierten Akku. Und ganz witzig, lässt sich mit einer Hand auch schnell abnehmen mit diesem Schnellverschluss, der ganz cool ist. Ja, ihr habt selbst im hellen Modus 2 Stunden Akkulaufzeit. Und das ist bei 700 Lumen schon echt lange dafür, dass das so ein kompaktes, kleines Gehäuse ist. Was ich aber noch viel spannender finde. Ihr kauft ein kleines, kompaktes Licht und wollt doch mal eine ganze Nacht fahren. Ihr habt die Möglichkeit, da kommt das Kabel noch. Das ist jetzt noch nicht fertig, aber kommt im Herbst, schätze ich. Kommt im Herbst. Ich habe eben noch mal mir die Bestätigung geholt. Also im Herbst wird es ein Kabel geben, mit dem ihr eine Powerbank oder eben auch einen Lupine-Akku anschließen könnt. Ja, und damit habt ihr eigentlich eine ununterbrochene Möglichkeit zumindest der Stromversorgung. Und das ist natürlich ganz schön, da beides in eins zu haben. Also einen externen Akkubetrieb und einen internen Akkubetrieb. Schönes Ding, guckt euch das an, ist jetzt bei uns im Shop auch schon gelistet. Die zweite Lieferung kommt bald, wurde mir versprochen. Also schöne Sache. Matze, ich nehme das mit. Ich will diese Waschstraße auch mal mit dem dreckigen Bike testen. Scheiße, ist festgeschraubt hier. Brighton kennt vielleicht der ein oder andere als günstigen Fahrradcomputerhersteller. Mittlerweile haben die sich übrigens, was Fahrradcomputer angeht, auch schon so ein bisschen gemausert und echt coole Geräte auf den Markt gebracht. Da bin ich da dran, dass ich demnächst das auch mal testen kann. Jetzt, was interessant ist, wir haben hier das erste Mal einen Hersteller, ja, der eine Alternative zum Garmin Varia Radar anbietet. Leider noch nicht in Deutschland. Deutschland ist immer mit STVZO-Zulassung und so. Das wird wahrscheinlich sicherlich noch bis nächstes Jahr dauern. Aber das Gerät selber, trotzdem hier mal zu zeigen, ist super interessant, weil es ist ähnlich wie das Garmin Varia Radar, hat aber zusätzliche Funktionen. Es hat zum Beispiel ein Gyroskop verbaut, einfach, ja, man bremst und es kommt ein Bremslicht. Und es gibt auch Funktionen, Licht geht erst an, wenn das Auto kommt, ist einfach ein Knopfdruck in der App, also auch sehr einfach gelöst, finde ich auch ganz schön. Ja, ich hoffe, dass das dann nächstes Jahr auch bald auf unseren Tisch landet und wir das auch mal testen und zeigen können. Hier seht ihr auch mal die Brighton Fahrradcomputer. Ich habe ja eben schon gesagt, hat sich alles gemausert und hier mit dem S800, dem Flagship-Modell, auch wirklich ein sehr, sehr schönes Display. Sieht man auf dem ersten Blick schon, ja, die Displayfläche sehr nah am, ja, am Glas, was ich immer sehr cool finde. Ja, und da freue ich mich wirklich schon drauf. Ich will das Gerät demnächst mal testen, ein kleines Video dazu machen. Freut euch drauf. Eine dritte kleine Sache noch am Rande erwähnt. Das dauert aber auch noch ein bisschen. Das wird Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres wird das kommen. Smart Trainer von Brighton. Soll besonders leise sein. Ja, sonst das Übliche sehr, sehr genau. Und soll auch einen attraktiven Preispunkt haben. Also bin ich sehr gespannt drauf, das Gerät auch demnächst mal testen zu können. Auf den letzten Drücker hier noch ein Produkt entdeckt. Und nur weil die Leute hier noch Sekt angestoßen haben und wir uns angeguckt haben, ja, Smart Trainer, man läuft ja dran vorbei, die sehen ja alle gleich aus. Hier verbirgt sich aber was ganz Besonderes. Normalerweise funktioniert jeder Smart Trainer so, dass irgendwo ein Flywheel ist, also so ein Gegengewicht, um ein natürliches Fahrerlebnis zu erlauben. Hier ist tatsächlich ein Motor drin und zwar auch nicht eine Magnetbremse, wie man es bei anderen Trainern kennt, sondern tatsächlich ein Motor, der den Widerstand leistet. Und das hat einen entscheidenden Vorteil. Ich habe das eben selber getestet. Hier ist es wirklich so, dass ich wirklich die ganze Kraft hier drauflegen kann, mein ganzes Gewicht im Wiegetritt und dass die Pedale nicht runterrutscht. Also richtig cool. Und ihr seht, kein Kabel angeschlossen. Das läuft mit eigenem Strom. Das heißt, ich trete in die Pedale, erzeuge sogar genug Strom, um hier sind so USB-Anschlüsse, mein Tablet theoretisch zu laden. Wir haben hier sogar einen HDMI-Anschluss und ich zeige euch das mal da drüben am Display. Also ihr nehmt einfach HDMI-Kabel an euren Fernseher oder an irgendeinen kleinen Monitor und dann wird aus dem Trainer direkt so ein fertiges Bild hier übertragen. Das heißt, ihr seht hier eine Straße, ihr seht, wie sie sich bewegt, wenn ihr fahrt, alle Leistungsdaten. Theoretisch braucht man gar keine externe Software, um hiermit trainieren zu können. Hier ist jetzt wie bei anderen Smart-Trainern auch eine Kassette installiert, die ich hoch und runter schalten kann und entsprechend mehr oder weniger Widerstand tätig. In einer App kann ich aber entscheiden, welche Kassette ich fahre. Das heißt, selbst wenn ich hier eine 1123 Kassette, eine, die ich vielleicht in den Bergen gar nicht fahren kann, mit draufgeschraubt habe, kann ich per Software sagen, ich habe eine 11 bis 40 installiert. Entsprechend leichter wird der kleinere Gang, alles über den Motor gesteuert. Also ziemlich smart das Teil. Ja, ich hoffe, dass wir dann zum Winter hin so ein Gerät mal bekommen, testen können und ja, ich sehe das auch als Produkt in unserem Shop. Richtig cool. Auf den letzten Drücker sind wir hier auf der Evoque-Party noch gelandet. Und ihr seht,
Meine allseits geliebte kleine Arschrakete ist groß geworden. Was ist da los? Ich finde doch die kleine viel cooler, aber die haben jetzt tatsächlich hier eine Boa große gemacht. Die müssen wir natürlich auch mal testen. Hier sieht man sie nochmal montiert. Wenn man es nicht schafft, tagsüber alles zu filmen, dann muss man sich halt hier durch die Party durchdrängeln. Wie der rasende Reporter. Einmal muss ich ja fragen, ob man mit diesem Airbag wirklich einen Sturz überlebt. Wie geht's Ihnen? Der ist tot. Also ihr seht, wir waren mehr als den ganzen Tag auf der Eurobike für euch, haben hier gedreht. Matze, vielen, vielen Dank. Du hast den noch härteren Job als ich mit Kamera in der Hand und so weiter, ohne Stativ, ohne Capture Clip, den du vergessen hast. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir haben euch ein paar tolle Produkte gezeigt. Viele, viele Highlights, die Hälfte habe ich schon wieder vergessen. Diesen Trainer, der sich bewegt hat, den Namen habe ich vergessen. Richtig cool, will ich auf jeden Fall in Zukunft nochmal testen. Trinkblase von Joachim Fiedler, Fitlock, der Knaller. Also sind so Kleinigkeiten, viele Kleinigkeiten. Und zum Abschluss werden wir jetzt hier noch ein bisschen tanzen auf der Party bei Evoc, die wir zum Glück noch auf den letzten Drücker hier mit reinnehmen konnten. Auch Freunde von uns, tolle Produkte. Also, bis zur nächsten Eurobike, hinterlasst einen Daumen, abonniert den Kanal und alles Gute. Hallo zusammen zur Eurobike 2022 hier in Friedrichshafen. Nein, in Frankfurt, aber Frr ist geblieben, immerhin. Dann habt ihr bei uns auch ein cooles Video drüber gesehen, richtig cooles Rad. Wer es mitnehmen will, gerne am Sonntag kommen. Nee, das machen wir so nicht. Unsere Nachbarn aus Hannover, hier, ich mache das Intro hier hinten. Beeindruckend. Kannst du noch einmal auf und zu machen? Ich habe heute Morgen hier einmal. Und zwar nennen sich die Räder Molten, Molton, Molten. Molten, Molten. Spannend sind auch die Na, ich wahrscheinlich Schokolade im Mund. Und ist auch wirklich geil, dass man wieder so zusammen stehen kann und feiern kann. Das ist auch irgendwie klasse.